Im Januar 2011 eröffnete der Journalist und Sammler Fritz Kremser mitten im Altstadtzentrum von Lich seinen Kulturladen Atatroll. Rund 10-mal im Jahr veranstaltet er hier am jeweils letzten Freitag des Monats eine lyrische Stunde. Bekannt wurde er auch durch sein Engagement für diese über 100 Jahre alte Buche, die ein Bauherr in Lich fällen wollte. Das Eugen Roth-Gedicht über den Baum, der schnell gefällt ist, aber 100 Jahre braucht, bis er bewundert wird, trug bei zum Erfolg des Bürgerprotestes. Thema heute: Joachim Ringelnatz. Einst als Hans der Nasenkönig verspottet, im Atatroll erhältlich als Buchstütze, eine von vielen Kreationen des Friedberger Künstlers Bernhard Siller. Möchte ich sagen, dass ich mich unheimlich freue, dass so viele gekommen sind. So viele waren noch nie hier. Also heute sind es schon über 30. Letztes Mal waren wir, glaube ich, genau 30. Und ich hoffe, alle Sie, ihr seid nicht umsonst gekommen. Das heißt, es gelingt mir, etwas über Ringelnatz zu sagen, was hängen bleibt. Überall ist Wunderland. Überall ist Leben. Bei meiner Tante im Strumpfenband, wie irgendwo daneben. Überall ist Dunkelheit, Kinder werden Väter, 5 Minuten später stirbt sich was für einige Zeit. Überall ist Ewigkeit. Hans wird der Nasenkönig genannt, denn er hat eine lange Nase. Sie rufen ihm nach auf der Straße. Hans lässt sie rufen, er macht sich nichts draus. Die Eltern und Bruder und Schwester zu Hause, sie lachen ja alle oft ihn aus und spotten über die Nase. Hans kommt in die Schule. Er hört, dass man lacht, dass man sich über ihn lustig macht, dass man vom Nashorn, vom Rüsseltier spricht und von der Gurke in seinem Gesicht. So folgt ihm der Ulk auf Schritt und Tritt und Hans lacht mit. Er wird ein Soldat, er wird ein Mann und überall trifft er den Spottvogel an. Der pfeift und singt und lässt keine Ruhe. Hans lacht dazu. Hans lacht dazu, wenn man witzelt und höhnt. Er hat sich mit der Zeit daran gewöhnt. Es folgen Jahre eines unsteten Hin und Her. 1912 erscheint dann sein zweiter Gedichtband, die Schnupftabaksdose, mit vielen bekannten und noch heute eigentlich doch sehr beliebten Gedichten. Ich lese mal die ersten daraus vor. Die Schnupftabaksdose. Es war eine Schnupftabaksdose, die hatte Friedrich der Große sich selbst geschnitzt aus Nussbaumholz und darauf war sie natürlich stolz. Da kam ein Holzwurm gekrochen, der hatte Nussbaum gerochen. Die Dose erzählte ihm lang und breit von Friedrich dem Großen und seiner Zeit. Sie nannte den alten Fritz generös. Da aber wurde der Holzwurm nervös und sagte, indem er zu bohren begann, das geht mich Friedrich der Große an. Das nächste. Ein männlicher Briefmark erlebte was Schönes, bevor er klebte. Er war von einer Prinzessin beleckt. Da war die Liebe in ihm erweckt. Er wollte sie wieder küssen, da hat er verreisen müssen. So liebt er sie vergebens, das ist die Tragik des Lebens. Ja, die Ameisen. In Hamburg lebten 2 Ameisen, die wollten nach Australien reisen. Bei Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh und da verzichteten sie weise dann auf den weiteren Teil der Reise. Und schließlich noch eines, das mir am Ende steht, das auch eben zu diesen bekannten kurzen Strophen gehört. Logik. Die Nacht war stalk und sternenklar, da trieb im Meer bei Norderney ein zur Heli-Schnurrbart-Haar, die nächste Schiffsuhr wies auf 3. Mir scheint da mancherlei nicht klar, man fragt sich doch, wenn man Logik hat, was sucht ein Suaheli-Haar denn nachts um 3 am Kattegat? Es gibt eine DVD der gesamten lyrischen Stunde, die mit dem Wunsch des 1934 verstorbenen Dichters endet, wie er nach seinem Tod geehrt werden wollte. Ideal wäre, dass man nach meinem Tod gerade sah, alles ein Gässchen nach mir benennt, ein ganz schmales. Ein krummes Gässchen mit niedrigen Türchen, mit steilen Treppchen und feilen Hürchen, mit Schatten und schiefen Fenstern. Dort würde ich spuken. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you.
Mm-hmm.